herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkelsbühl. Heute einfach mal ein Streifzug durch unsere Werkstatt. Ein Video, was wir alles so machen: ein Detlefs Globetrotter umbauen, ein Crafter umbauen, ein Harmony Line, ein Kastenwagen und noch ein paar andere Geschichten. Das will ich euch einfach mal zeigen, mal mitnehmen, was bei uns so in der Woche über los ist und warum leider momentan die Videohäufigkeit sich ein bisschen hinzieht. Ich weiß, ich muss ein bisschen mehr machen, aber wir stellen gerade unsere Firma um und es ist alles ein bisschen viel Arbeit, aber wir bleiben dran. Das Licht geht schon aus, aber wir fangen jetzt erst an und gehen einmal durch die Werkstatt. Los geht's! Grand California 680. Hier haben wir eine wahnsinnige Batterie an Akkus stehen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Akkus stehen. Das sind von WCS. Der Kunde war schon mal bei WCS, hat sich das ganze Auto umbauen lassen. Wir sehen auch hier WCS, die Kombi. Es war eine 2000er verbaut. Ich gehe mal schnell, es ist ein bisschen dunkel, tut mir leid. Es ist schon Nacht, hier haben wir es stehen. Ich weiß nicht, sehen wir es? Ja, da ist sie drin. Das ist jetzt die neue Kombi, weil wir haben sie umgerüstet auf 3000. Und warum wir das gemacht haben, das schauen wir uns jetzt gleich an. Auch hier haben wir den Aufkleber von WCS und natürlich autark Dank. Der Abstreifer darf nicht fehlen. Ja, schaut ganz schön aus. Warum ich euch das Fahrzeug zeige, warum das bei uns steht, was wir jetzt bei dem Fahrzeug gemacht haben, das möchte ich euch jetzt zeigen, denn wir haben es etwas designt. Einmal hat das Fahrzeug von uns eine neue Tischplatte bekommen. Ihr seht, ich mache mir hier die Bedienungsanleitungen weg, eine schicke, nagelneue, wundervolle Arbeitsplatte in dem Design. Weiß ist vorher drin gewesen. Wir haben es jetzt geändert, dass das alles ein bisschen wohnlicher und schöner ist. Und natürlich haben wir das auch auf der Küchenseite gemacht. Warum haben wir das gemacht? Weil der Kunde ein Induktionskochfeld wollte. Und somit haben wir hier natürlich jetzt induktives Kochen mit einem Induktionskochfeld. Alles nagelneu angepasst, ist natürlich schon echt eine Menge Arbeit. Die Platten werden von uns handgefertigt, nachgebaut. Also ihr seht, wir müssen hier die ganze Leiste neu einfräsen, weil hier das Fliegengitter drin ist. Das muss alles eingefräst werden, damit es hier wieder sauber läuft. Ist ja alles klar, muss alles wieder wie original ausschauen. Hier die ganzen Kanten, Rundungen werden angeschliffen. Dann wird die Platte schön sauber geölt, eingepasst, damit es hier alles wie original hier hinten auch alles wieder sauber und ordentlich ist, damit hier nichts passt. Gleichzeitig nehmen wir dann natürlich ein neues Spülbecken mit rein, damit es alles ein bisschen schicker ausschaut. Eine neue Armatur, damit es alles designtechnisch auch schön zusammenpasst. Und natürlich das Wichtigste, das Induktionskochfeld. Ja, die Wünsche werden immer größer. Der Kunde hier hatte den Wunsch, weil das Einzige war, was noch mit Gas lief. Und macht natürlich dann auch Sinn, bei der Akkukapazität das dann komplett umzurüsten. Jetzt ist er 100% gasfrei. Ich sage es immer wieder, Gasproblematik in Skandinavien und so weiter. Aber natürlich auch immer weniger Geschmackssache, was der Kunde möchte. In dem Fall haben wir es so gemacht und ich finde, es schaut rattengeil aus. Ich finde es toll und ich kann es nur immer wieder feiern, weil es einfach wirklich ein schönes, ja, wie soll man sagen, ein schöner Kontrast ist zu dem schönen Weiß und hier ein bisschen, ja, einfach schönes Leben reinbringt. Was haben wir noch verbaut? Auch für mich immer ganz wichtig, ich erwähne es, unser Campernet-System. Tolle Sache, 5G, toller Router, haben wir ja schon mal gezeigt, haben wir auch schon mal verbaut, habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, auch das haben wir hier verbaut, dass der Kunde ja, schöne endlos Internetsituation hat. Er hatte eins am Dach, das haben wir demontiert, weil er einfach nicht zufrieden war damit und mit dem hier bin ich jetzt guter Dinge, dass das Ganze dann rundum funktioniert.
Also ein gelungener Einbau, ein gelungener Umbau. Morgen übergeben wir das Auto und ja, da bin ich mal gespannt, was der Kunde sagt. Ich freue mich drauf. Was haben wir die Woche noch gemacht? Rutschen wir einfach mal darüber. Detlefs XXL Globetrotter. Schauen wir uns näher an. Ein echt tolles Fahrzeug. Also Iveco-Basis. Macht richtig Laune. Finde ich sehr, sehr schön. Ich mag Iveco. Muss ich ganz klar sagen. Allein wenn ich schon das Cockpit anschaue, ist wirklich ja, einfach rundum ein tolles Fahrzeug. Das Auto als solches ist natürlich ein ideales Familienauto. Hier oben ein riesen Alkoven mit einem großen Bett drin. Hier in der Sitzgruppe einen tollen Fernseher eingebaut mit Soundsystem und allem. Dann haben wir hier schöne Rundsitzgruppe, kann man hier ja nur zumachen. Das heißt, die Familie hat hier komplett Platz. Hier hinten haben wir ja Bett und so weiter. Also echt ein tolles Auto. Was haben wir bei dem ganzen Auto gemacht? Wir haben natürlich so ein bisschen die Autarkie verlängert. Ihr seht schon hier an dem Display, was wir gemacht haben. Dafür sind wir verantwortlich. Einen Wechselrichter, sprich eine Kombi eingebaut. Dann haben wir hier einen neuen Schalter montiert. Für was der zuständig ist, kann ich euch auch gleich zeigen. Hier haben wir nämlich eine Außenbeleuchtung montiert für das Fahrzeug, damit auch der Kunde eine Ringsumbeleuchtung hat. Damit fangen wir jetzt einfach mal an und gehen sukzessive mal ums Auto. So, wir sehen, das Auto ist sehr hoch. Das Ganze ist ohne Beleuchtung. Wir haben jetzt hier Umfeldbeleuchtungen hingemacht. Hier sehen wir eine Umfeldbeleuchtung. Dann laufen wir mal ganz kurz auf die andere Seite vom Fahrzeug. Bei unserem Hof ist immer ein bisschen eng. Dann haben wir hier noch eine hingemacht und haben hier vorne noch eine hingemacht. Geht einfach darum, wenn der Kunde hier, die sind mit, wie sagt man, Bewegungsmelder, wenn es dunkel wird, kann der Kunde herlaufen, geht das Licht an, dann hat er einfach ein bisschen Umfeldbeleuchtung. Was haben wir noch gebaut? Wir haben hier Rückfahrstrahler hingebaut, einmal links und einmal rechts. Bei so einem großen Auto natürlich schon eine tolle Sache. Da oben ist die Kamera, wenn man rückwärts fährt. Man muss einfach aufpassen, dass man nirgends aneckt. Und das ist schon ja, so einfach ein bisschen einfacher, wenn man von dem Display hier hinten einen richtig hellen Blick hat. Dann schauen wir mal ganz kurz nach vorne, weil auch da haben wir was Schickes eingebaut. Nämlich eine wundervolle LED-Lampe auf dem Bügel drauf, damit man auch vorne natürlich richtig viel sehen. Also ich finde rundum ein herrlicher Umbau. Und jetzt schauen wir mal in das neue Technikfach, was sich da verändert. So, dann sind wir hier hinten in der Heckgarage. Ich bringe jetzt einfach mal Licht ins Dunkle und schalte jetzt einfach mal hier die Beleuchtung ein und dann sehen wir unser Technikfach. Hier oben haben wir die Kombi montiert, eine 3000er Kombi und da unten haben wir unsere ganze Technik montiert. Drei Solarregler, weil das Dach ist natürlich mit Solaranlage bestückt plus Solartaschenanschluss. Haben wir extra eine Außendose montiert, damit er die Solartasche anschließen kann. Dann natürlich zweimal 320 Amperestunden Lithium von WCS, die wir hierher gedonnert haben. Schön mit Metallbügel, sauber eingefasst, da bewegt sich kein Millimeter mehr, damit die richtig schön fest sind und nicht die typischen schönen Gurtbefestigungen haben. Hier hinten haben wir den Booster montiert, extra mit der Lüftung natürlich nach außen, durch das Gitter durch, damit er hier schön ablüften kann. Ein paar Verteiler reinsetzen müssen. Hier hinten haben wir unsere ganzen Sicherungen dementsprechend sauber beschriftet. Und natürlich jede Menge Kabel neu gezogen. Hier haben wir den Battery Computer von WCS, damit der Kunde auch immer seinen Bedarf nachgucken kann. Ist eine ganz tolle Sache. Kann man nämlich dann reingucken. Solarertrag, Booster, Akku, Verbrauch, Eingang, alles kann man da sehen und das ist eine richtig schöne Sache. Also bei dem Fach hat sich mein Monteur echt Mühe gegeben. Hier hinten alles schön mit Holz verblendet. Das Problem ist natürlich, es ist sehr eng.
Das ist ganz klar. Wir wollten hier natürlich nicht noch mehr Platz in Anspruch nehmen. Mit der Kombi musste man schon nach oben ausweichen, weil die braucht natürlich Luft. Somit habe ich die hier in das Fach nicht mehr mit reingebracht. Aber ich glaube, es ist gut geworden. Es schaut richtig klasse aus und ist natürlich jetzt richtig autark, der Mann. Mit 640 Amperestunden Lithium, ein Ladebooster mit 60 Ampere und die Solaranlage entsprechend, damit da richtig was runterfeuert. Das macht natürlich richtig Laune. Alles über Handy zu kontrollieren und das ist schon ein toller Umbau, muss ich sagen. Finde ich richtig, richtig gut. Und ja, das war auch in dieser Woche. Dann haben wir noch, aber mach mal langsam, schauen wir uns gleich als nächstes an. Dann haben wir natürlich auch immer wieder jede Woche Glessanas zu verbauen. Hier haben wir in einen Harmony Line auch wieder eine Glessana verbaut. Ja, sauber hier mit Platte abgekoffert, weil hier eine andere Toilette drin war. Da mussten wir ein bisschen abkoffern, schaut sauber und ordentlich aus. Das Display eingepasst, Leitungen gezogen, Relais eingesetzt und so weiter. Ja, auch das machen wir immer wieder zwischendrin. Dann hat das Fahrzeug noch einen Rapid bekommen und ich weiß gar nicht, was er noch gekriegt hat. Ich glaube, Wasserdesinfektion, genau, die hat er auch noch gekriegt und das war auch noch die Woche. Dann sind schon drei Autos geholt worden, die kann ich euch leider nicht zeigen. Also die Woche war wieder richtig was los. Machen wir hier mal gleich wieder aus. Die Woche war wieder richtig was los, was sehr schön ist. Oh, Rux, auch der hat einen Wechselrichter von WCS, also richtig tolle Sache. Ja, da geht es immer richtig gut ab. Was hat sich noch getan bei uns? Wir haben unser neues Miga-Mobil gekriegt und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Das ist unser Tournee, den haben wir natürlich auch noch im Bestand. Den fährt die Katja häufig, wenn sie unterwegs ist. Schaut mal, den haben wir beim Folieren gehabt. Ich finde den richtig geil. Also der ist doch richtig klasse geworden, oder? Also ich finde den richtig schick. Haben wir einmal schön folieren lassen. Einfach natürlich ein bisschen in unserem Miga-Design. Also ist echt schick geworden. Finde ich richtig geil. Da wird es bald auch noch was Neues geben in das Fahrzeug. Er hat Solar, er hat Wechselrichter, er hat nur ein paar Kleinigkeiten und da bauen wir dann auch nochmal ein neues System ein. Da hören wir und erfahren wir aber in den nächsten Videos mehr davon. Das zeige ich euch dann das nächste Mal. Ja, der steht jetzt morgen auf dem Programm. Der hat hier unter der Spüle einen Wasserschaden, ist ein Verbinder geplatzt. Ich sage immer, ihr müsst aufpassen, jetzt kommen die ganzen Wasserschäden raus, weil die Wohnmobile wieder aktiviert werden. Die ist immer ein wenig schwierig, wenn es Frost hat, müsst ihr wirklich aufpassen. Dann kommt da hinten eine EcoFlow-Einbindung rein, das wird morgen bei dem Fahrzeug gemacht. Das geht dann relativ zackig. Und dann kriegen wir morgen nochmal drei Autos und dann haben wir hier hinten noch einen Tournee stehen. Jetzt ist schon dunkel in der Halle, weil wir haben ja auch schon spät. Der kriegt dann Kundendienst und noch ein paar andere Kleinigkeiten, Astzuziehhilfe und. Also ihr seht, bei uns ist immer richtig was los. Und jetzt starten wir in den Endspurt. Morgen ist Freitag, dann kommen morgen nochmal drei Autos, für nächste Woche kommen auch schon wieder zwei oder so. Also jetzt richtig ran zum Klotzen. Ich freue mich drauf und ich sage schon mal alles Gute für euch. Ja, jetzt mal ein komplett anderes Bild von mir. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch, in der Halle ist schon dunkel. Wir haben den Werkstattdurchgang außen und so weiter noch geschafft. Ich muss jetzt hier nur ein paar Sachen erledigen, bevor mein Feierabend kommt. Aber ich möchte euch erstmal danken fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch, was wir hier so machen. Und unter anderem schon einen kleinen Vorgeschmack geben für ein System, Smart Home System für deinen Camper,
was wir in Zukunft auch mit anbieten werden. Es geht nicht um ein Bussystem für Umbauten, wo wir machen mit WCS, weil WCS wird ja bald sein eigenes Bussystem haben. Aber wir haben ja trotz alledem viele, viele, viele Camper und Kunden, die auch andere Systeme haben. Und da kann man auch ein Smart Home System ergänzen. Und ich glaube, ihr habt es vielleicht der eine oder andere schon mal auf der Messe gesehen. Ich blende es hier einfach mal ein. Ist ein super tolles System. Wir haben uns das näher angeschaut. Es funktioniert sehr, sehr gut. Man kann hier viele Dinge damit anstellen. Alles natürlich hier über App gesteuert. Aber darauf möchte ich in separaten Videos mal genauer eingehen. Wir werden das System für euch testen. Wir werden das System für euch auf Herz und Nieren prüfen und mal schauen, ob es das hält, was es verspricht. Ich bin da sehr, sehr guter Dinge, weil es einfach echt smart ist. Und da kann man richtig tolle Sachen damit anstellen. Und ihr dürft da echt gespannt sein, was da passiert. Das ist die eine Thematik. Unter anderem freuen wir uns natürlich dann auch auf das Bussystem von WCS, was diesem Frühjahr auch an den Start geht. Da machen wir natürlich auch noch ganz tolle separate Videos drüber, weil die Thematik ist natürlich auch richtig schön, weil viele, wie jetzt auch der Detlefs Globetrotter, eine komplett WCS-Ausstattung bekommen hat mit Wechselrichter, Solarregler, Ladebooster, Akkus und so weiter, wo man dann auch dementsprechend schalten, verwalten kann über ein Zentraldisplay oder Zentral-App auf Smart oder wie auch immer, Handy oder Tablet, und das macht natürlich schon Laune. Das sind all die Dinge und noch viele Sachen mehr, die für 2024 anstehen. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr habt weiter Interesse, schaut fleißig unsere Videos und über ein Like freuen wir uns, genauso wie über ein Abo von euch, wenn ihr ganz verrückt seid, noch die Glocke drücken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich gebe alles, damit wir natürlich wieder wöchentlich am Start sind und euch mit den Neuigkeiten versorgen. Also, jetzt wünsche ich euch schon mal einen wunderschönen Abend, schöne Zeit, bleibt mir gesund, passt auf euch auf und bis bald. Euer Micha. Ciao, ciao. We'll be right back.